Hallo Jutabis und herzlich willkommen zu Folge 52 von Let's Play Zivilisation 5. Ihr merkt schon, ich bin noch nicht ganz so fit, obwohl heute ein neuer Tag ist. Die neue Aufnahmesession vom 26.04. Die Folge ist ja für den 29.04., also in 3 Tagen. Das ist sportlich, so spät das zu machen, aber gut. Ich habe für die nächsten Folgen sogar schon die Themen mir jetzt mal mit auf meinen kleinen Stichpunktzettel hier geschrieben, damit ich weiß, worüber ich reden wollte. Und wir nicht irgendwie wieder da sitzen müssen, ja, gibt es kein Thema oder so. Und gerade eben habe ich schon 5 Minuten für mich selbst so ein Thema vorgesprochen quasi. Nicht, dass ich das jetzt aufgezeichnet hätte oder so, aber einfach für mich, ne? Das ist etwas, worüber ich schon ein paar Mal geredet habe. Vielleicht mache ich das nochmal, wenn die Staffel hier lange genug geht. Naja, ein paar Folgen wird es ja wohl noch geben, bevor wir die Welt erobert haben. Ne? Mit Brasilien, Peter Alexander der Zweite. Und ich habe auch versucht, mir überzulegen, wir werden es mal so machen, dass wir die Anfangsthemen, die ich immer so 1, 2 Minuten rede, bevor wir zum Let's Play kommen, auch dann versuche, über die Folge ein bisschen hinauszudehnen, auch wenn das hier ein bisschen schwierig ist, weil das merkt man jetzt gleich am ersten Thema, nämlich krank und Genesung. Ne? Warum bin ich seit 3 Wochen krank und werde partout nicht fit und klinge mit jeder Woche schlimmer? Also zumindest für meine Umgebung, nicht so sehr für den Folgen. Das ist natürlich schwierig, dann von Runde zu Runde darüber zu reden, wenn man hier irgendwelche Gebäude baut oder sonst was. Aber Tipps für Spiele, zu denen so ein Format besser passen würde, könnt ihr gerne machen. Bitte sagt nicht Minecraft. Also wenn es im Angebot wäre, ich würde sofort Life is Feudal kaufen und dann ist gut. Vielleicht irgendwann mal Banished oder so, aber irgendwas, was im Angebot ist. Hashtag Geschenkfolge. Erkundigt euch selber. Ja, also es ist ja so, dass ich jetzt, glaube ich, die dritte Woche oder was, im vierte vielleicht schon, ich weiß gar nicht, in Folge krank bin, also erkältet und so weiter. Ja, man kann mir nicht vorwerfen, ich wäre zu leicht bekleidet oder sowas oder dass ich hier rund um die Uhr die Fenster offen hätte und was weiß ich nicht alles. Und Tee trinke ich sowieso jeden Tag. Eine neue Kanne habe ich schon angesetzt, bevor ich die erste Aufnahme heute hier mache, also diese. Aber es scheint die Messer zu werden. Die Temperaturen sind nachts halt doch noch, ne? Es ist nicht so wie Sommer, wo dann die Luft warm ist. Im Winter hätte ich hier bei 20 Grad absolut gefroren. Jetzt sind, naja, 19,7 Grad hier drin. Das ist schon wesentlich wärmer. Man spürt das, aber die Luft ist halt noch ein bisschen, ne? Und scheinbar hilft mir die dünne Decke da auf dem Bett auch nicht. Aber warum sage ich krank Genesung? Ja, weil das bei mir wahrscheinlich vermutungsweise, es gibt ja Studien dazu, auch eine Frage der mentalen Lage ist, die man sich ja vorstellen kann. Ne, wer die Junior-Playlist kennt, auch hat eine ungefähre Ahnung, nicht gerade die beste ist, dass ich natürlich total am Ende mit meinen Nerven bin. Aber, sagte er am 29.04. Gut, heute ist der 26. Aber das ist ja die Folge für den 29.04. Insider-Witze. Was ja so, wenn man wochenlang da mit den Nerven zu arbeiten hat und mittlerweile habe ich ja auch einen Termin für mein Gerichtsverfahren, das ich ja nun beantragt habe. Ich bin ja nicht der große Böse, sondern das ist ja die andere Seite, auch wenn er das gerne anders darstellen möchte. Bekommen für den 10.05. übrigens, womit auch ein Elternberatungstermin ausfällt, auch wieder doof. Und jetzt habe ich mir natürlich Sorgen gemacht, dass da die Elternberatung und so weiter ausfällt. So richtig hundertprozentig weiß ich nicht, aber geplant ist es, dass sie trotzdem stattfindet. Übrigens morgen am 27., also aus eurer Sicht am vorgestern. Gleich mal gucken, Folge ist was, der 26. Samstag. Aha. Oh Gott, Samstag die Folge. Ja, das ist theoretisch habe ich heute oder morgen dann meine, also aus eurer Sicht, dann meine lieben Verwandten nochmal. Weil mich mein Vater letzte Woche angerufen hat und gesagt hat, ja, du hast ja nächste Woche Geburtstag. Und ich so, hä, weißt du das? Ich habe nur den 27.04. den Termin für den Umgang im Kopf. Für die Eltern. Ah, naja. Und das ist so, man sitzt da, man ernährt sich gesund, wenn man kann. Man trinkt Tee, warmen Tee natürlich auch für Lunge und so weiter gut. Versteht nicht, wie man krank werden kann, ohne dann gesund zu werden. Jetzt könnte man natürlich sagen, ich kann auch einfach zum Arzt gehen und dann mir irgendwas verschreiben lassen. Aber ob das viel mehr hilft, ne, also, weil man merkt es ja, wenn man sonst krank wird, ja, wie sei es so schön, 3 Tage, um krank zu werden, 3 Tage krank rumliegen und dann 3 Tage, um es mal wieder so loszuwerden, so allmählich. Aber 3 Wochen ist jetzt doch schon ein bisschen länger hin, ne? Also, ja, hört sich natürlich auch nicht sehr schön an für euch, das weiß ich, aber ich hoffe, dass meine, wie sagte das Judith Marlow war es, glaube ich, ne? Meine, du hast eine schöne Stimme, ach, ich freue mich immer noch drüber. Ne? Dabei, also ist es ja, ich weiß, wie ja meine Folgen klingen und so weiter und gerade frühere mit dem Mikrofon ursprünglich mal so ganz am Anfang vor 3 Jahren, ist ja eine totale Katastrophe. Jetzt klinge ich ja noch mit dem Mikro, mit dem ordentlichen Mikro. Auna BG irgendwas 900 oder so. Klinge ich ja noch halbwegs akzeptabel und ich rede langsam und ruhig genug, dass das durchaus noch eine halbwegs ansprechende Stimme ist. Aber im Allgemeinen klinge ich ja fürchterlich und zuvor klang ich fürchterlich. Ja, also es gibt einen Moment, wo ich gut klinge in meiner Stimme, aber das war mehr so früher, wo ich noch
Sagen wir es mal so, wenn ich mit einer Frau unter vier Augen bin, habe ich eine sehr charmante Stimme, die werde ich jetzt nicht imitieren. Die immer gut ankommt. Und dann auch am Till, aber das ist eigentlich dieselbe Kategorie, nur noch mal etwas, aber da reden wir dann später drüber über Meduselchen. Was? Nein, setzen wir die Reise fort und gucken wir mal, wo wir hier sind. Produktion in Brasilia, warum, weshalb, wieso? Und ja, das möchte ich auch sehen. So. Ihr habt fertig, Forschungslabor, das ist schön. Ach, wir haben ja die Forschung bis zum Umfallen. Können wir alles nicht. Hotel oder Stadion? Zufriedenheit, aber Unterhalt. Haben wir irgendwelche Wahrzeichen oder Weltwunder hier? Sieht nicht so aus, Gebäude bis zum Umfallen. Großes Werkgebäude bringt uns gar nichts, also weiß ich nicht, ob hier ein Stadion sich lohnt. Ein Hotel. Machen wir das Stadion. Brauche ich eigentlich nicht wirklich, oder? Weil, was mache ich denn hier von Blödsinn? Nee, wir machen jetzt hier mal. Machen Zerstörer. Komm. Danke. Nächste. Jetzt können wir langsam das Militär aufbauen. Kaserne. Nächste. Entschuldigt, das klingt schlimm, ich weiß das. Aber ich kann es auch wirklich nicht ändern. So gerne ich das auch ändern würde. So. Hier dürfen wir jetzt ein Forschungslabor? Ja, dann mach das mal. Ich muss es ja nicht gleich wieder kaufen, wenn uns das Geld ausgeht. Ich meine, es ist relativ bei plus 194 pro Runde, ne? Ja, dann mach das halt. Ist mir egal, so. Hier kann ich noch alles bauen, habe ich das Gefühl. Stein, blablabla, Gendarmerie, ist ja schön. Lohnt sich das überhaupt noch? Ich habe keine Ahnung. Wir haben eine Stadtverbindung zur Hauptstadt. Wieso? Ach, weil ihr mit Dings da verbunden seid, ne? Ne, sind wir doch gar nicht. Hier ist doch nirgendwo eine Straße. Aber wir haben Hafen, normal in der war es, genau. Polizeiwache? Ja, meinetwegen. Nächste. Jetzt haben wir 20.000 Städte. So ist das Spiel nicht vorgesehen, aber wenn das jetzt Funkturm. Mehr Kultur in dieser Stadt. Wie viel produziert ihr? 34. Naja, besser als nichts. Also die Städte, die noch nicht ansatzweise ausgebaut sind, können wir ruhig ein bisschen ausbauen. Eigentlich auch mal ein interessantes Thema, die Macht des Atoms. Warum kämpfe ich eigentlich noch gegen Spionage? Ist ja nicht so, als ob hier irgendjemand was ernsthaft. So, Weltkriegsbomber. Wollen wir Kabul angreifen? Also, ich meine. Ich weiß nicht, ob das viel bringt. Reichweite 6, Stärke 50. Gegen Marineeinheiten, Kampfstärke gegen Städte. Aus Spaß und der Freude könnten wir es machen und regelmäßig warten. Und wenn die jetzt angreifen, haben sie Pech gehabt. Komm, wir machen das mal. Stellungswechselmodus, ja, und guck mal hier. Nächste Runde können wir den einsetzen, sehr schön. Bautrupp, was machst du hier? Wollen wir dich automatisieren lassen oder gibt es hier irgendwo was? Die machen schon gut. Der Bautrupp. Ja. Da unten irgendwas hinsetzen? Weil hier ist alles dicht. Ja, Mama, komm, geht da runter. Habt ein paar Runden verlaufen. So, also Krankgenesung, ne? Das ist, man wünscht sich natürlich, dass die Nerven besser werden und so, dass man was dagegen tun kann, aber ich habe ja nicht sehr viel Einfluss darauf, wie die Zustände sind, beziehungsweise die Umstände und ja, gilt dann die alte Regel, mach halt das Beste daraus, ne? Ein Haufen Landwirtschaft hätte ich gar nicht brauchen, aber viel Platz zum Bauen, nicht ganze Ebene. War ich nicht gerade mitten in unmittelbarem Krieg? Ich glaube nicht. In 7 Runden kommt der Weltkongress, ja faszinierend. Also natürlich bemühe ich. Ich habe noch ein Glas Wasser neben mir. In der nächsten Folge dann wieder eine Tasse Tee. Ich habe Informationen, die hilfreich sein könnten. Kulturkosten einfach nur riesigen um 10%. Sehr schön. Danke, auf Wiedersehen. Was hat er gerade sagen wollen? Ich weiß nicht. Das ist mal Bahnlager. Warum sagt ihr mir das? In dem interessiert mich nicht. Nee. Ach, jetzt funktioniert die Rechtslinie, ne? Machen wir erstmal so. Hier gibt es ein neues Schiff und wir machen. Du bist ein Zerstörer, ja, dann wäre vielleicht Marineeinheiten nicht schlecht.
Ja, jetzt die Scheiße. Ich brauche eine neue Maus, ehrlich, das ist ja schlimm. So, unser Spion kann nirgendwo was klauen, weil wir den Haus auch überlegen sind. Ja, dann machst du halt bewegen. Nach was ist das hier bitte sortiert? Nach Seoul, hast du auch was zu tun. So, Attilas Hof ist fertig mit dem Funkturm. Was macht er dann Schönes? Keine Ahnung. Hier gibt es die Zeus-Statue, da würde ich das mit dem... Oh, Börse. Wissenschaft ist immer gut und Kohle sowieso. Ein Forschungslabor. In unserer Hauptstadt gibt es noch keins. Das müssen wir jetzt mal ganz schnell korrigieren. Kauf. Ich habe nicht genug Gold. Oh Gott, das ist ja peinlich. Ist das, das ist ja also wirklich. Dann dauert das noch 140, ich meine 4 Runden, die anderen brauchen 16, aber... So, Belo Horizonte, gibt es bei euch irgendwelche Weltwunder? Ich glaube nicht. Nee, die müssten gleich hier stehen, gut. Das sieht mich nicht. Waffenkammer. Falls ihr Einheiten produzieren müsst. Nimi, Burg. Nächster. Ja, machen wir. Man weiß ja nie, ob wir irgendwo nicht ein paar Atomraketen bauen wollen oder so. Wissenschaft, immer gut. Warum brauche ich hier oben überhaupt noch irgendwas? So, Weltkriegsbomber, jetzt wird es interessant. Wollen wir mal angreifen? Ja, warum denn nicht? Sollen wir den überhaupt noch einen Krieg? Ich muss mal kurz schauen. Statuskrieg. Ah ja, den haben die angefangen. Also insofern darf ich ihn auch zu Ende führen. Wieso darfst du nicht? Erzähl mir das. Reichweite 6. Nicht jetzt sofort wissen. So, dann eben nicht. Und du gehst irgendwo anders hin. Und wen wollten wir als nächstes? Hier unten, ne? Da, wo unsere ganzen vielen kleinen... Gibt es hier keinen Stützpunkt für dich? Gut, dann müssen wir dich woanders hinsetzen, in der Nähe. Das war nicht unbedingt die Nähe. Das darf ich auch nicht. Oh, muss ich jetzt Stück für Stück hier springen, oder was? Ihr sollt ihr auch nicht angreifen, sondern... Ach, jetzt geht's wieder, oder was? Kommt der jetzt oder nicht? Nee, ne? Nochmal. Das verstehe ich nicht, wie weit die Reichweite ist. Ist das jetzt bis hin zum... Keine Ahnung. Machen wir es mal hier. Gehen wir von einem Stützpunkt zum nächsten. Wir haben es ja nicht eilig. Wir haben Frieden mit Kabel geschlossen. Das ist schön. Ein Zerstörer. Ja, wohin könnten wir den denn schicken? Ich weiß nicht, aber hier unten wäre vielleicht ganz praktisch. Mein Militär versammelt sich aus reinem Zufall. Das ist absolut kein, hat keinen höheren Grund. Es ist nur reiner Zufall. Nee, also gesund werden, ne? Nerven, das ist ja, für mich ist das hier schon relativ beruhigend. Ist ja schön, wenn irgendeiner von euch das sieht und das beruhigend für ihn ist, dann hat das ja schon einen guten Zweck erfüllt, ne? Also für alle die, die sind, oder ist doch gerade ein Siedler, weißt du, hier jetzt vor einer Stadt zu gründen. Ah, jetzt wollen sie sofort die Religion von mir haben. Okay. Kabul ist schon ein bisschen merkwürdig drauf, muss ich sagen. Dankeschön. Das müssen wir haben. Falsche Religion. Können wir mal kurz ein... Was? Wieso? Nein. Was haben wir an Religion? 1800, ja danke. Inquisitor? Nein. Ein Missionar? Wäre ganz praktisch. Großer Prophet 3000, das kann ich mir nicht leisten. Und jetzt noch groß auf Religionspunkte sammeln, lohnt sich auch nicht wirklich, nehme ich an. So, der kann dann... Wieso kannst du bloß zweimal... Ach, ich habe dich in der falschen Stadt, wa? Wo hätte ich den gründen müssen? In der Hauptstadt, nehme ich an, wo die ganzen Mutner sind. Egal. So, was jetzt hier? Umbenennen? Das sind wir gar nicht. In Rio de Janeiro. Erlassen Kulturerbestände. Ich habe 7 Stimmen, mich, also. Ihr kriegt alle eine drüber. Jedes Weltwunder bringt plus 3 Kultur. Naja, mit 7 Stimmen, würde ich sagen, habe ich dann eine relativ gute Chance.
So, eine große Persönlichkeit. Wen haben wir denn da? Einen großen Wissenschaftler. Haben wir schon ausgewählt, welche die nächsten Technologien sein sollen? Oder ist es dann zufällig hier, wenn ich dem jetzt klicke? Ja, Radar wollen wir als nächstes offenbar. Also Ballistik, Radar. Kostet. Was auch immer. 14.000 Punkte. Wenn ich den jetzt auflöse, den Wissenschaftler, was kriege ich dafür? 20.000. Warmer. Männer sind wie Kugeln. Sie kommen am weitesten, wenn sie besonders glatt sind. Das klingt irgendwie sehr merkwürdig, der Spruch. So, Radar haben wir auch bloß noch einen Schub. Das ist ja schön. Sehe ich das richtig, dass die Ballistik damit auch fertig? Jawohl, Maschinengewehre und Flugabwehrgeschütze haben wir jetzt. Atomtheorie ist fertig, sehr schön. Kernspaltung ist toll, Atombombe, genau das wollen wir. Radar, Bomber, Jäger, Fallschirm. Wollen wir den nächsten Krieg erstmal mit sowas hier machen? 16.000 von Dauer haben wir schon, Dankeschön. Und jetzt brauchen wir hier noch. Fortschritt 16.000 von. Hä? Da fahren wir in der nächsten Runde nicht an. Ja, ist schon fertig, danke. Jetzt nicht mehr. Was ihr wollt, ist mir wurscht. So, Damaskus möchte was bauen. Die öffentliche Schule habt ihr dann. Oh, Weltkriegsbomber. Schön, schön. Und das schon 2008 im na, Christus. Naja. Dann mach doch mal. Können wir also sowieso nicht mehr. Ja, komm, scheiß auf Gendarmerie. Mach hier sowas. Kleine Stadt. Zunächst zu gebrauchen. Öffentliche Schule. Mhm. Schön. Wissenschaft geht noch schneller. Wir können auch einen Technologiesieg hier machen. Ist mir auch egal. Das heißt, unsere wahrscheinlich Transzendenz oder so. Was auch immer. Ich will keine Stallungen, egal wie oft ihr mir das empfehlt. Ja, sie bringt Kohle und Wissenschaft. So. So, und jetzt kann ich dich weiter stationieren, oder? Nee, kann ich offenbar nicht. Das verstehe, wer will. Ist mir ehrlich gesagt das System immer zu hoch. Ich meine, zur Not kann ich ja Kiew angreifen oder so. Ich wüsste jetzt zwar nicht unbedingt wofür, aber... Das ist ja noch kein Grund. So. Atlashof, ja meinetwegen. Maxim dort auch noch. So. Habe ich gerade schon mal gesagt, oder? Altertumsstätte, Mine, Ebene, Hügel. Und warum genau sehe ich das nicht auf der Karte, dass hier eine Mine ist? Ist ja sehr merkwürdig. Okay, dann geht halt hier hin. Gucken wir uns mal kurz hier um, wo unsere vielen hübschen Boote sind und viele, viele Boote, die nicht von mir sind. Das gefällt mir gar nicht. Und ihr macht mit Sicherheit keinen Bauernhof. Das sage ich euch schon mal mit Sicherheit. Da. Die haben genug von der Sorte. Kohle! Ach ja. Also wäre ganz schön, wenn man so mit den Fingern schnipsen könnte und dann geht es einem gut. Und alles ist schön und zufriedenstellend. Das ist sehr benehm. Ich kaufe mir noch ein paar Flieger und so. Ein paar Flugzeuge hier hin, in unmittelbarer Nähe. Apropos, was wird hier unten? Wieso macht ihr Forschung? Da habe ich ja ein Problem mit. Jetzt bin ich aber nicht am Zug. Machen die Folgen ein bisschen länger? Ich habe keine Ahnung. Kann ich mir das leisten? Ja, Dankeschön. Nein, ich will jetzt erstmal hier. Weil Forschung finde ich überhaupt nicht interessant. Flughafen. Lufteinheitenkapazität, ach ne, ich kann ja mehrere. Mhm. In der Annahme, dass ich das gebrauchen könnte. Da möchte jemand befördert werden, einfach nur weil er nichts gemacht hat. Luftraumsäuberung. Abfangfeind der Flugzeuge, da wird es hier nicht allzu viele geben. Also da ist Kampfstern in Luftraumsäuberung. Plus 2 Einsatzreichweite, aha.
Reichweite. So. Aha. Modernisieren. Macht man. Schon haben wir jetzt einen Jäger. Ja, ja. Faszinierend. Ja, so. Weiter geht's. Ihr habt die Gendarmerie gebaut. Jetzt macht ihr... Wo sind wir eigentlich? Persepolis. Brauche ich hier oben einen Flughafen? Naja, ist relativ nah dran an den Dings da. Aber da haben wir zwei andere Städte in der Nähe. Hier, ihr baut die Landeinheiten oder so. Weil hier ist eine Straße, dann bauen wir die rum, babum, und ziehen übers Meer. Fortaleza möchte einen Flughafen. Warum willst du bitte einen Flughafen? Sagen wir ja. Colombo und, naja gut, meinetwegen. Bau ihn halt. Bolo Horizonte kriegt auf jeden Fall ein, weil ich ein netter Kerl bin. Ja, meinetwegen auch ihr. Das heißt, ihr nicht. Ihr baut einen Flieger, nämlich einen Jäger. Erforderlich ein Öl. Oh, das wäre mir ein bisschen zu blöd. Können wir eigentlich schon Atombomben bauen? Ich frage nur mal so. Aus Neugier, nein. Okay, Pratinia. Baut sowas. Und ihr auch. Warum eigentlich ich kein Panzer bauen? Egal. Weltkriegsbomber. Ja, bitteschön. Auch du wirst zum Bomber. Stärke 65, klingt gut. Kann ich mir leben. Hier oben ist jemand, der nicht weiß, was er machen soll, weil Uran jetzt... Okay, wir können jetzt also ganz offiziell Uran. Ebene, Hügel, Fluss. Hier ist noch nichts. Dahin. Der nächste, bitte. Er ist hier unten. Achso, der Missionar. Ja, ja, du darfst mal kurz nach. Hier hin. Mal. Nächste Runde. Ah. Es ist so, die Seele braucht auch etwas Frieden und Ruhe und dann... Warum stehst du hier? Achso, weil du jetzt wieder geheilt bist. Und du hier oben hast also eine Stadt gegründet und glaubst, dass ich dir das durchgehen lasse. Sehr interessant. Da muss ich wohl ein bisschen in die Nähe kommen. Nachher haben wir ja ein paar Pratinias, würde ich sagen. Ihr baut einen Militärstützpunkt, ihr baut einen Militärstützpunkt, ihr baut eine Pratinia da oben. Vier Runden und dann kann man langsam anfangen, die hier ranzuschicken. Zack, 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 boom. Wollen wir den Zerstörern angreifen? Die sind ja jetzt nicht gerade die schwächsten Einheiten. Nächste Runde. Und dann schauen wir mal. Das Thema für die nächste Folge wird... Ach, wieder sowas Komisches, befürchte ich, aber naja. Dann haben wir ein relativ interessantes Thema und dann kommt, dann gehen wir mit Duselchen aufs Dach steigen. Die dreht durch, wenn sie das hört. Ich muss sie nur einen Titel nehmen, da stehe ich schon Gefahr, dass sie das dann anguckt. Oh Gott, da, wenn ich überlege, ob ich jetzt schon so alles sagen könnte. Ich glaube, die Folge hat Überlänge. Weißt, die Irokesen haben meine Kühltechnik geklaut. Die wissen jetzt, die Irokesen wissen, wie man Lebensmittel kühlt. Das geht gar nicht. Das hätten wir nicht. So, noch mehr Produktion. In Persepolis, was möchtet ihr denn haben? Hier, Einheiten werdet ihr brauchen. Ihr könnt den Flughafen gebrauchen. Puh, was brauchen wir nachschauen? Ich habe keine Ahnung. Kaserne. Noch eine. Überall Kasernen. Einfach hinstellen. Kernspaltung, noch vier Runden. Da gibt es Atombomben. Atombomben. Da, 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 da. Habt ihr schon mal jemals jemanden gehört, der nach Atombomben jubelt? Das kann ich mir nicht vorstellen. Also die, die braunen Orangen sagen uns, wie weit. Das ist schon zu weit. Kann ich nie mehr als zwei Städte hier, oder? Ich verstehe es nicht. Also ich könnte jetzt hier hoch und dann über 3 Kilometer, oder? Geht's bis hierher? Oh ja, bis hierhin geht's. Warum auch immer hier nicht mehr? Wahrscheinlich brauche ich dafür irgendwas bestimmtes, einen Hafen oder weiß der Geier. Aber wir können mal gucken, wie weit wir kommen. Das ist ja schon mal nicht schlecht. Du gehst mal hier hin. Zack! Wow. So, eine Karavelle aus Zürich interessiert mich gar nicht. Baumwolle, Plantage, Alter zum Strennen. Mhm. Weil hier kommen wir ja auch irgendwann nochmal zum Angriff. Und wenn nicht, gehen wir dann über 20 Städte weiter. Ich habe doch mal eine Frage. Warum belagert ihr eine Gatling-Kanone? Ich meine, ich weiß, das klingt jetzt nicht sehr intelligent, die Frage, aber es scheint mir nicht sehr viel Sinn zu machen. Kannst du jetzt mal... Danke.
Okay. Das ist jetzt vielleicht nicht sehr viel. Genau genommen war es vollkommen für die Katz. Aber naja. Luftangriff. Als ob hier jemals jemand Luftangriffe machen würde in nächster Zeit. So, von hier aus gehst du bis darüber. Du kannst bis hier rüber. Aber nicht so weit. Aber mal gucken. Blub. Jetzt haben wir einen Panzer, ein Flugzeug und noch irgendwas. Ein Zerstörer. Naja, meinetwegen. Was man eben so hat. In einer kleinen Stadt namens Usa. Ach, das ist die Brazinia, ne, die mit den Schlangen. Habe ich mir gemerkt. Von den letzten Aufnahmesession schon wieder eine Weile her ist. Eine Woche oder so, ich weiß gar nicht. Wahrscheinlich nicht mal. Aber ich merke, ich brauche Tee. Über Kranksein und Genesung kann ich jetzt auch nicht mehr reden. Dafür über das Thema des Tages, weil heute ist ja Mittwoch. Alter Hut, ne? Ich verrate es nicht. Seht ihr in der nächsten Folge. Einfach dranbleiben. Ha! Cliffhanger. Cliffhanger bei Zivilisation 5. Ein Spiel mit rundenbasierten Dings. Na egal. Mehr darüber und über die anderen lustigen Themen in den nächsten Folgen. Bleibt dran, wir sehen uns. Die Staffel geht weiter. Danke fürs Reinschauen, viel Spaß und bis dahin. Xen. Out.